Russisch lernen mit Russland-Journal. Здравствуйте, я Анастасия. Привет, я Крис. И это урок 56. 56. Richtig, 56. Und wir üben weiter, Datum auf Russisch zu sagen. Nur die Monate haben wir jetzt durch. Und jetzt wisst ihr ja inzwischen, dass wenn man nur ein Datum sagt, dass man die Ordnungszahl in der sächlichen Form nimmt und den Monat im Genitiv. Also zum Beispiel 1. Января haben wir gesagt, 1. Januar oder in der letzten Lektion 15. Декабря, der 15. Dezember. Und jetzt üben wir zu sagen am 1. Januar zum Beispiel. Und der Monat Января bleibt hier im Genitiv, wir verändern aber nur die Ordnungszahl und zwar stellen wir die auch in Genitiv. 1. января. 1. января. Das würde heißen am 1. Januar. Und dieses 1. января wird mit Ws am Ende, mit zwei Ws ausgesprochen, aber geschrieben wird es mit einem G zwischen zwei Os. Первого wird das geschrieben, aber ausgeschrieben 1. января. Und das ist die Antwort auf die Frage, wann. Zum Beispiel, когда ты едешь в Москву? Wann fährst du nach Moskau? Ja. Когда ты едешь в Москву? Ja, und ich könnte zum Beispiel sagen, 1. января. Am 1. Januar. 1. января. Ja, also die Ordnungszahl und der Monat stehen hier im Genitiv. So, und wir machen weiter mit unserem eigentlichen Thema. Und zwar haben wir gesagt, dass wir heute Gefallen in der Vergangenheit nehmen. Und da gibt es eine kleine Besonderheit. Einfach nur Gefallen ist... Нравится. Нравится, ja. Und wenn wir darüber sprechen, dass jemandem in der Vergangenheit irgendwas gefallen oder nicht gefallen hat, benutzen wir das Verb нравится im vollendeten Aspekt. Und zwar hängen wir ein Präfix по dran. Понравится. Heißt das, dass ich понравится nur für die Vergangenheit und die Zukunft nutzen kann? Das ist richtig, ja. Weil die Verben im vollendeten Aspekt beschreiben ein Resultat. Und ein Resultat kann es eben entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft geben. Im Moment haben wir immer einen Prozess. Und wenn jemandem jetzt irgendwas gefällt oder nicht gefällt, dann benutzt man das Verb нравится. Und heute sprechen wir über die Vergangenheit und üben mit dem Verb понравится. Понравится. Ja. Und понравится ist auch ein reflexives Verb. Das erkennen wir an der Partikel ся am Ende. Und понравится ist die Grundform und daraus müssen wir jetzt noch die Vergangenheitsform machen. Und wir wissen, dass es in der Vergangenheit auf Russisch 4 Formen gibt für sächlich, männlich, weiblich und plural. Und wir schmeißen erstmal die Partikel ся weg und bilden die Vergangenheitsform. Zum Beispiel für die sächliche Variante wäre das die Endung ло, die an das Verb kommt. Понравило. Und dann brauchen wir noch unsere Partikel. Und nach Vokalen wird aus ся си, also S Weichheitszeichen, S мягкий знак. Понравилось. Понравилось. Ja, dieses О wird aber eher wie A ausgesprochen. Ja, понравилось. Понравилось. Ja, oder wenn jemandem etwas gefällt, was weiblich ist, brauchen wir die weibliche Endung. Und die weibliche Endung in der Vergangenheit war la. La. Also wir schmeißen wieder das sehr weg und machen понравила. Ja, und endet wieder auf ein Vokal. Also brauchen wir wieder S Weichheitszeichen und die Form wäre dann понравилось. Понравилось. Und diesmal mit A. Diesmal mit A. Die Aussprache ist fast gleich. Понравилось, понравилось. Nehmen wir jetzt erstmal die Pluralform. Da war die Endung in der Vergangenheit ли. Ли, richtig. Endet wieder auf ein Vokal. Also wie wäre dann die volle Form? Понравились. Понравились, richtig. Wenn wir über mehrere Sachen oder Personen sprechen, die uns gefallen. Und die männliche Endung war л.
L, ja, einfach nur L, und das ist ein Konsonant. Das heißt, die Partikel bleibt sa, wie bei der Grundform s, ja. Und wenn uns etwas Männliches gefällt, dann heißt es panravelsa. Panravelsa, richtig. Dann haben wir die vier Formen. Panravilась, sächlich. Panravилась, weiblich. Panравились, Plural. Panravился, männlich. Jetzt üben wir kurz mit der sächlichen Form. Also wenn wir auf Deutsch sowas fragen würden, hat es dir gefallen, irgendwas Unbestimmtes, dann sage ich auf Russisch, тебе понравилось. Тебе понравилось. Ja, und benutze eben diese los Form. Oder hat es dir dort gefallen? Тебе там понравилось. Тебе там понравилось. Хорошо, тебе там понравилось. Sag mal, mir hat's gefallen. Мне понравилось. Да. Мне понравилось. Die Antwort macht man auch mit der sächlichen Form. Мне понравилось. Und wie sagst du, mir hat es sehr gut gefallen? Мне очень понравилось. Хорошо, мне очень понравилось. Oder mir hat's nicht so gut gefallen? Мне не очень понравилось. Мне не очень понравилось, да. Oder mir hat's gar nicht gefallen? Мне совсем не понравилось. Хорошо, мне совсем не понравилось. Und jetzt nehmen wir noch ein paar neue Wörter dazu und üben weiter. Und das erste neue Wort ist Пляж. Пляж. Das heißt Strand auf Russisch. Пляж. Пляж. Hat welches Geschlecht? Männlich. Männlich? Also wie würdest du fragen, hat ihm dieser Strand gefallen? Da würde ich die Form mit «ся» am Ende nehmen. Also «ему понравился этот пляж». Хорошо. «Ему понравился этот пляж». Und sag mal, ja, er hat ihm gefallen. Да. «Он ему понравился». Да. «Он ему понравился». Noch ein neues Wort. «Песня». «Песня». Ja, das Lied oder der Song. «Песня». Das ist weiblich. Ja, das endet auf «ja», das ist weiblich. Also, wie fragst du, hat ihr dieses Lied gefallen? Da kommt die Endung «las». Mhm. Also «ей понравилась эта песня». Хорошо. «Ей понравилась эта песня». Sag mal, ja, es hat ihr sehr gut gefallen. Hier muss man ein bisschen aufpassen, weil das Lied auf Deutsch sächlich ist und auf Russisch weiblich. Ja, also? Da, она ей очень понравилась. Da, она ей очень понравилась. Noch ein Wort ist озеро. Озеро ist der See. Озеро. Das endet auf О. Also sächlich. Sächlich, ja. Also frag mal, hat Ihnen dieser See gefallen? Also Ihnen im Sinne von Plural, mehreren Personen. Da kommt jetzt die Form mit los. Mhm. Also им понравилось это озеро. Хорошо. Им понравилось это озеро. Nein, er hat Ihnen nicht so gut gefallen. Hier muss man wieder aufpassen. Der See auf Deutsch, aber озеро оно. Also, нет, оно им не очень понравилось. Да, нет, оно им не очень понравилось. Und jetzt machen wir so eine kleine Übung mit kleinen Situationen. Zum Beispiel, ты знаешь, что она была в кино? Also, du weißt, dass sie im Kino war. Was würdest du sie fragen? Zum Beispiel, ob ihr der Film gefallen hat. Genau. Wie fragst du das? Ей понравился фильм. Да, ей понравился фильм. Film ist männlich, also ей понравился фильм. Hat ihr der Film gefallen? Oder я была в театре. Du warst im Theater. Mhm. Könntest du fragen, ob mir die Vorstellung gefallen hat? Und die Vorstellung im Theater heißt Spektakel. Ah, wie das Spektakel. Ja. Und hat welches Geschlecht?
müsste männlich sein, weil es auf L aufhört. L, мягкий знак, ja, Spektakel. Also, was würdest du mich fragen, und du weißt, dass ich im Theater war? Тебе понравился спектакль? Тебе понравился спектакль? Хорошо, hat dir die Vorstellung gefallen? Они были на концерте. Sie waren im Konzert. Им понравился концерт. Хорошо, им понравился концерт. Hat ihnen das Konzert gefallen. Ja, oder он был в опере. Er war in der Oper. Also frage ich ihn, ob ihm die Oper gefallen hat. Opera hat welches Geschlecht auf Russisch? Weiblich. Also, ему понравилась опера. Хорошо, ему понравилась опера. Мы первый раз были в Вене. Wir waren zum ersten Mal in Wien. Dann frage ich, hat Ihnen Wien gefallen? Вам понравилась Вена? Вена. Хорошо, вам понравилась Вена? Вена ist auf Russisch weiblich. Она была на экскурсии. Sie war auf einer Exkursion. Ей понравилась экскурсия. Хорошо, ей понравилась экскурсия. Экскурсия endet auf ия und ist weiblich. Nehmen wir noch ein neues Land dazu, und zwar Grecia. Grecia. Grecia heißt Griechenland auf Russisch. Мы были в Греции. Wir waren in Griechenland. Вам понравилась Греция? Вам понравилась Греция? Hat Ihnen Griechenland gefallen? Richtig. Мы были на озере. Wir waren am See. Вам понравилась озеро? Hat Ihnen der See gefallen? Ja, welche Endung benutzt du hier? Die für sächlich, also los. Richtig. Вам понравилось озеро? Noch ein neues Wort heute, das man vor allem im Sommer öfter benutzt. Мороженое. Мороженое. Ja, мороженое heißt auf Russisch Eiscreme oder Eis, aber so Speiseeis. Мороженое. Endet auf ое und ist sächlich. Они ели мороженое. Sie haben Eis gegessen. Also frage ich, ob Ihnen das Eis gefallen oder geschmeckt hat. Им понравилось мороженое. Хорошо, им понравилось мороженое. Я первый раз ела пирожки. Ich habe zum ersten Mal Пирожки gegessen. Also frage ich, ob die Пирожки geschmeckt haben. Ja, Пирожки sind mehrere. Plural, ja. Also brauche ich Лис. Richtig. Тебе понравились пирожки? Ja, die Betonung ist auf I auf Russisch. Тебе понравились пирожки? Они смотрели наши фотографии. Sie haben unsere Fotos angeschaut. Also frage ich, ob Ihnen die Fotos gefallen haben. Им понравились наши фотографии. Да. Им понравились наши фотографии. Он познакомился с моими друзьями. Er hat meine Freunde kennengelernt. Haben ihm deine Freunde gefallen? Ему понравились твои друзья? Хорошо, ему понравились твои друзья. Bei твои ist die Betonung auf i. Ему понравились твои друзья. So, und wenn ich fragen will, was dir gefallen hat, benutze ich die sächliche Form, also mit L-O-S, мягкий знак, am Ende, weil ich ja nicht weiß, was das ist. Kann irgendwas sächliches, männliches, weibliches oder auch irgendwas in Plural sein, aber weil ich nicht weiß, was kommt, benutze ich die sächliche Form und frage, что тебе понравилось? Что тебе понравилось? Was hat dir gefallen? Ja, und du könntest zum Beispiel sagen, mir hat das Eis sehr gut gefallen.
Мне очень понравилось мороженое. Да, мне очень понравилось мороженое. Oder ich könnte auch fragen, was dir in einer Stadt zum Beispiel gefallen hat. Что тебе понравилось в Москве? Was hat dir in Moskau gefallen? Und du könntest sagen, mir hat alles sehr gut gefallen. Мне все очень понравилось. Да, мне все очень понравилось. Und bei все benutzen wir wieder die sächliche Form, also mit L-O. Oder Кремль hat welches Geschlecht? Männlich. Männlich, also wie sagst du, mir hat der Kreml gefallen? Мне понравился Кремль. Мне понравился Кремль. Und Красная Площадь heißt? Der Rote Platz. Ja, und hat welches Geschlecht? Weiblich? Ja. Мне понравилась Красная Площадь. Хорошо. Мне понравилась Красная Площадь. Also die weibliche Form benutzen wir hier. Wenn ich aber wissen will, wer dir gefallen hat, benutze ich die männliche Form. Ich weiß nicht, ob das eine Frau, ein Mann war oder mehrere Personen. Ich benutze erstmal die männliche Form und frage, кто тебе понравился? Wer hat dir gefallen? Кто тебе понравился? Ja, und wenn das zum Beispiel ein Mann ist, dann benutzt man natürlich die männliche Form. Also wie sagst du, mir hat ihr Bruder gefallen. Мне понравился ее брат. Да, мне понравился ее брат. Oder wenn es ihre Schwester war, wie sagst du das? Мне понравилась ее сестра. Хорошо. Мне понравилась ее сестра. Oder vielleicht waren das ihre Eltern? Мне понравились ее родители. Да. Мне понравились ее родители. Ja, das war das Verb понравиться, also gefallen in der Vergangenheit. Und zum Schluss wiederholen wir noch die neuen Wörter aus dieser Lektion und wir fangen dann auch mit der Zahl an. Und die Zahl heute war 56. Das Verb понравиться. Gefallen im vollendeten Aspekt. Als Resultat, ja. Die sächliche Form понравилось. Es hat gefallen. Понравился. Er hat gefallen. Понравилась. Sie hat gefallen. Понравились. Sie, Plural, haben gefallen. Ja. Und die Substantive, die wir heute gelernt haben, waren Пляж. Strand. Песня. Lied. Озеро. Der See. Spektakel. Die Vorstellung oder Aufführung. Grecia. Griechenland. Мороженое. Eiscreme oder Eis. Ja, und alle Wörter aus dieser Lektion und alle Erklärungen gibt es auf russlandjournal.de in der Rubrik Podcasts. Und wir verabschieden uns wieder bis zum nächsten Mal und sagen До свидания. До скорого.